Ich frag mich echt, warum das so rosa ist, was da so drin ist. Ist eine gute Frage. Ich kenne da jemanden, der könnte uns die Antwort vielleicht geben. Hey, cool, dann lass mal hingehen, oder? Wolltest du schon immer mal wissen, ob in Lebensmitteln auch das drin ist, was außen drauf steht? Als Lebensmittelchemiker oder Lebensmittelchemikerin findest du es heraus. Wir Lebensmittelchemiker untersuchen Lebensmittel auf ihre Inhaltsstoffe und führen moderne analytische Verfahren durch. Außerdem machen wir toxikologische Betrachtungen und eine anschließende Risikobewertung. Im Studium der Lebensmittelchemie am KIT erhalten die Studierenden zunächst eine fundierte wissenschaftliche Grundausbildung. Dazu gehören ganz viele unterschiedliche Fächer, der Schwerpunkt liegt aber auf der Chemie. Ab dem vierten Semester und im Masterstudium geht es insbesondere um lebensmittelchemische Inhalte inklusive analytischer Methoden im Labor. Im Labor arbeiten wir viel zusammen. Dort erlernen wir selbstständiges Arbeiten. Dennoch werden wir von unseren Betreuern immer gut unterstützt. Lebensmittelchemie ist genau dann das Richtige für dich, wenn du Spaß an Chemie und generell Naturwissenschaften hast, dich für Lebensmittel interessierst und mit Interesse und Neugier im Labor arbeiten möchtest. Lebensmittelchemikerinnen und Lebensmittelchemiker sind Expertinnen und Experten mit interdisziplinärem Background. Daraus ergeben sich viele Berufsmöglichkeiten in der Lebensmittelüberwachung, in der Industrie, aber natürlich auch in der Forschung. Viele Lebensmittelchemikerinnen und Lebensmittelchemiker leiten analytische Labore oder arbeiten in der Qualitätssicherung. Weitere Einsatzgebiete sind die Optimierung von analytischen Methoden und Geräten sowie die Arbeit in der Forschung. Bei all diesen Einsatzgebieten spielt auch die rechtliche und toxikologische Bewertung von Lebensmitteln sowie von Bedarfsgegenständen und Kosmetika eine wichtige Rolle. Alltagsbezogen. Vielfältig und interaktiv. Herausfordernd. Spannend und kooperativ. Zukunftsorientiert und informativ. Interdisziplinär. Boah, das war halt voll cool. Stimmt, ich fand's auch mega. Und vielleicht ist auch das Richtige für dich.